Spiele gekommen seid. Das ist. Ich bin so beeindruckt. Ich bin auch von Rumänien aus Siebenbürgen gekommen, weil wir haben es auch satt. Wir haben es satt, dass aus Westeuropa und aus dem ganzen reichen Westen Landgrabber nach Rumänien kommen und den Lebensunterhalt, die Lebensgrundlage, fast 5 Millionen Bauernhöfe wegrauben, wegnehmen. Wir haben es satt. Wir haben es satt, dass selbst wir, die so wenig Mittel haben, selbst unsere Steuergelder an die großen Reiche weitergegeben wird, dass unsere Politiker dafür einstehen, dass die Steuergelder an die Reichen gehen und an denen, die die Chemieindustrie und die großen Multinationalen. Wir haben es satt, sowas zu finanzieren mit unseren Geldern. In Rumänien gab es in 2011 eine Volkszählung. Laut dieser Volkszählung gibt es in Rumänien noch 4,7 Millionen Bauernhöfe. 4,7 Millionen Bauernhöfe in Rumänien, in einem EU-Staat. Und von denen sind die allermeisten Kleinsthöfe. Wunderschöne Höfe, die nachhaltig wirtschaften. Aber die müssen verschwinden. An denen wird gerade, jetzt wo ich hier spreche vor euch, wird ein Völkermord ausgeübt. Ich weiß, manche von den Politikern mögen dieses Wort nicht, wenn ich sage Völkermord. Aber es ist ein Völkermord. Denn in Rumänien gibt es noch einen Bauernvolk. In osteuropäischen EU-Staaten gibt es noch einen Bauernvolk. Bei euch hat man euch schon umgebracht. Bei euch hat man den Bauernvolk schon umgebracht. Aber ich freue mich, dass es doch wieder einen Bauernvolk gibt. Und dass es wieder Phönixvogel wieder aufersteht aus ihren eigenen Aschen. Wir sind die Zukunft. Wir kommen aus der Zukunft. Ich bin jetzt seit 3 Tagen in Berlin, weil wir schon einige Debatten hatten über Landgrabbing und so weiter. Und in dieser Zeit, ich habe euch nicht erzählt, dass ich zu Hause Frau und 5 Kinder habe. Und 7 Kühe im Stall. Und in diesen 3 Tagen, seitdem ich in Berlin bin, sind in meinem Stall 2 kleine Kälber geboren. Und weil ich gestern auf der Grünen Woche war und ich habe diese schöne, mächtige Frauen gesehen, die eure landwirtschaftliche Werdegang leiten im Moment, habe ich mich entschieden, wenn ich nach Hause gehe, werde ich diese 2 Kälber, wunderschöne Kälber, Ilse und Angela nennen. Die mächtige Ilse und die mächtige Angela. Aber Leute, freut euch nicht zu früh. Freut euch nicht zu früh. Diese arme Kälber sind in großen Gefahr. Es ist eine Seuche im Ausbruch. Und wenn diese, meine liebe Kälber, nicht frühzeitig und schnell genug lernen, dass die Zukunft bäuerlich ist, dass die Zukunft nicht den Multinationalen gehört, dann werden diese arme Ilse und Angela an einer Seuche verrecken, die heißt politischer Selbstmord. Politischer Selbstmord. Und diese kommt von Osten her. Dieser politische Selbstmord, woran alle Politiker sterben werden, die nicht die bäuerliche Landwirtschaft unterstützen und die uns ausbeuten, mit unseren Steuergeldern die multinationalen, die amerikanischen und multinationalen Chemiekonzerne unterstützen. Also, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr aus der Zukunft gekommen seid, damit wir die Gegenwart
gewinnen für die wunderbare bäuerliche Landwirtschaft. Danke schön.